Text auf Seite 557. Ja, Petra, jetzt habe ich noch ein paar Zahlen für dich. Und zwar die 32. 32 Jahre hast du insgesamt fürs ZDF gearbeitet. Und die 3661. Das ist deine 3661. Heute-Sendung, die du moderiert hast. Deine letzte. Ich habe es genau nachgerechnet. Ja, genau nachgezählt. Jetzt gehst du in Ruhestand, und im Lottobild zu bleiben, ein Riesengewinn für deinen Mann, ein Riesenverlust für uns. Wir haben so ein kleines filmisches Dankeschön vorbereitet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Erfreuliche Nachrichten vom. Sie moderiert und moderiert und moderiert, vertraut und verlässlich. Punkt 19 Uhr Nachrichten mit Petra Gerster seit 1998. Los. Wobei, los ging's noch früher. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von ML. Mona Lisa 1989, TV von Frauen, für alle, für Gleichberechtigung, aber gegen Macker und Patriarchen. Fürs Engagement gibt es Preise, für alles, was kommt, ein Anliegen. Ich habe schon versucht, in den Nachrichten Frauen immer auch mit zur Sprache zu bringen. Erstens thematisch Mädchen, Frauenrechte, die Rechte Benachteiligter generell. Und zweitens sprachlich. Die Länderchefinnen und Chefs. Beim Gendern mit Sternchen ging sie mit voran. Gerne folgte Mann und Frau Petra Gerster auf Reisen durch die virtuelle Welt. Durch die reale auf vielen Reportagen natürlich auch. Und ja, Herr Bundeskanzler, schön. Klar, durch Reisen in die Welt der Politik ebenfalls. Und gut folgte man ihr auch, weil die Sprache prägnant und gut ist. Sagen Sie dieser Ort, Sie sind in Seogwipo? Seogwipo. Seogwipo. Jeju ist aber einfacher. Soll ich das nicht lieber sagen? Jeju. Jeju. Jetzt soll ich doch Seogwipo sagen. Oh nein, gut. Oh nein. Immer charmant, immer elegant. Nachrichtliche Distanz und menschliche Nähe. Eine Frau, der man vertraut. Das ZDF sagt ganz lieben Dank. Tschüss. Danke für die tolle Arbeit, danke für die tolle Zeit, Petra. Das ist ein Blumenstrauß der KollegInnen der Heute-Redaktion. KollegInnen. Danke. Also von allen. Letzte Korrektur. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert. Auch jetzt. Ah, so, das war jetzt sehr überraschend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für mich. Ah. Fast 23 Jahre lang durfte ich Sie an dieser Stelle mit den Nachrichten des Tages versorgen. Heute zum letzten Mal. Ich danke Ihnen von Herzen für das Vertrauen, das Sie mir und allen, die an dieser Sendung beteiligt sind, entgegengebracht haben. Die wichtigste Voraussetzung für unsere Arbeit. Das Heute-Team macht weiter, genauso sorgfältig und engagiert wie immer. Ich verabschiede mich heute ausnahmsweise mal einen Fußballphilosophen zitierend, den früheren Eintracht-Frankfurt-Trainer Stepanovic, genannt Stepi. Lebe geht weiter. Machen Sie es gut.